Vor ein paar Tagen ist die große Insektentankstelle von Bioland bei uns eingezogen. Hier seht ihr mal einen Überblick von den Pflanzen, die uns erreicht haben. Das sind alles winterharte Stauden, die eben für Insekten besonders attraktiv sind. Ich habe die erstmal geordnet in sonnenhungrige Pflanzen, die stehen hinten. In der Mitte welche, die auch Halbschatten aushalten und ganz vorne welche, die Halbschatten und Schatten mögen. Ja, dann habe ich erstmal Tuppen vorbereitet. Ich habe 4 Löcher reingebohrt und dann über die Löcher Tonscheiben gelegt, damit die Löcher eben nicht verstopfen. Als Drainage habe ich erstmal grobere Steine genommen. Und das Ganze noch mit etwas feinerem Kies aufgegossen oder aufgeschüttet. Als mittlere Schicht habe ich noch etwas von unserem vererdeten Bokashi genommen. Und dann kam noch Bio-Universalerde dazu. Dann habe ich erstmal eine Stellprobe gemacht mit Pflanzen, die sehr sonnenhungrig sind. Und die Pflanzen dann eingepflanzt. Ja, der Natternkopf ist dabei, die Königskerze, die Skabiose und die Wiesenflockenblume. Ja, und dann habe ich die Pflänzchen erstmal gut angegossen und dann eine Mulchschicht über der Erde ausgebracht. Die Mulchschicht besteht aus Grasschnitt und Holzhackschnitzel. Den Mulch mache ich drauf, damit die Pflanzen eben nicht so schnell, also die Erde nicht so schnell austrocknet und das Gras ist auch noch ein schöner Nährstoffbooster. Ja, hier steht das Ganze schon an dem Platz, wo es eben dann stehen soll, in der Sonne. Dann habe ich die nächste Tuppe bepflanzt. Hier seht ihr einmal den Isop, der Ziest, dann der Wiesensalbei, die fette Henne und der Beinwell. Den Eibisch habe ich erstmal alleine gepflanzt und auch die Glockenblume. Die kommen aber dann noch woanders hin. Ja, die dritte Tuppe, da ist der Gewürzfenchel drin. Ich finde, der sieht total schön aus. Dann der Alant. Die Bärenklette. Und der Schmetterlingsflieder. Auch die habe ich wieder gemulcht. Dann in ein Balkonkästchen habe ich einmal die Wildaster und der Günsel hat seinen eigenen Topf bekommen. Ja, dann war es das auch schon. Vielen Dank fürs Anschauen. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss!